Hallöchen, ihr Lieben. Heute werden wir endlich Macarons machen. Das ist so ein Rezept, mit dem ich ein kleines bisschen auf Kriegsfuß stand, weil es nie so wirklich geklappt hat, wie ich mir das gewünscht habe. Aber ich dachte mir, so schwer kann das ja eigentlich gar nicht sein. Und wir werden das jetzt so lange machen, bis ich wirklich perfekte Macarons rausbekomme. Hier kann ich euch einmal den ersten Versuch zeigen. Sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Allerdings, die Oberfläche ist jetzt nicht super schön glatt geworden. Die Füßchen sind nicht so gleichmäßig. Und im Großen und Ganzen sind die einfach ein bisschen unförmig geworden. Aber ich habe es wirklich einige Male ausprobiert. Immer mal wieder was am Rezept verändert und dann habe ich jetzt die perfekten Macarons rausbekommen. Ich habe jetzt leider nur noch einen perfekten hier liegen und da habe ich schon reingebissen. Die sind einfach so lecker. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr vielleicht schon einmal Macarons gemacht habt und wie das Ganze soweit funktioniert hat. Und ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mit dem Rezept los. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Für die Macarons brauchen wir 90 Gramm Eiweiß. Das sind circa 3 Eier, wobei das trotzdem noch bitte abgewogen werden sollte. Und die Eiweiße müssen auch wirklich picobello vom Eigelb getrennt werden. Außerdem brauchen wir 110 Gramm Kristallzucker, 140 Gramm Puderzucker, 120 Gramm gemahlene Mandeln und eine Prise Salz. Eure Rührschüssel und alles, was mit den Eiweißen in Kontakt kommt, muss natürlich auch super sauber ausgespült sein und dann fügen wir zuerst die Eiweiße mit der Prise Salz und dem Zucker hinzu. Das alles erwärme ich mir dann nämlich für ungefähr 5 Minuten über einem Wasserbad, bis die Zuckerkristalle schmelzen. Dabei solltet ihr dann nur durchgängig umrühren, damit das Eiweiß auch nicht fest wird und dann sieht das Ganze nach dem Wasserbad so aus. Dann können wir die Eiweiße auch schon einmal aufschlagen lassen und in der Zwischenzeit mixe ich mir dann nochmal die gemahlenen Mandeln mit dem Puderzucker durch, weil die Macarons umso glatter werden, wenn wir wirklich richtig schön feine Mandeln benutzen. Anschließend werden die Mandeln nochmal durch ein Sieb gestrichen, falls nämlich noch ein paar grobe Mandelstückchen drin sind, werden die aussortiert und dann können wir die nochmal durchmixen und erneut durchsieben. Zurück zu den Eiweißen, die sollten wirklich lange gemixt werden, so ungefähr 8 bis 10 Minuten, bis wirklich ein fester Eischnee entsteht, der stabile Spitzen zieht. Hier seht ihr auch, dass die Spitzen noch ein bisschen zu weich gewesen sind, aber nach ein paar Minuten war das dann doch deutlich fester. Für bunte Macarons kommt jetzt noch ein bisschen Lebensmittelfarbe dazu, entweder Gel- oder Pastenfarben oder auch gerne Pulverfarben. Und die könnt ihr entweder vorab noch mit dem Eischnee untermixen lassen oder dann später erst mit den trockenen Zutaten vorsichtig einrühren. Dazu siebe ich mir die Mandeln und den Puderzucker auch nochmal in 3 Portionen ein und rühre das auch nicht allzu schnell um. Das muss zwar jetzt nicht super langsam untergehoben werden, wie das zum Beispiel beim Biskuit der Fall ist, aber das sollte jetzt trotzdem nicht super fix gerührt werden, weil wir die Konsistenz beobachten müssen. Die sollte bestenfalls langsam fließend sein und auch wenn das durch die Mandeln zuerst ein bisschen fester wird, könnt ihr danach nochmal etwas umrühren, bis die Konsistenz dann weicher wird und dann bekommt das Ganze so einen geschmeidigen Fluss. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Spritzbeutel mit einer Lochtülle. Das habe ich mir jetzt hier einmal in meine Lieblingsweihnachtstasse gepackt, weil die so schön groß ist. Und dann können wir die Baiser-Masse einfüllen. Jetzt werden die Macarons möglichst gleich groß und mit genug Abstand zueinander auf das Backpapier aufgespritzt. Das Backpapier habe ich mir auch schon auf mein Blech gesetzt. Und ihr könntet natürlich auch vorab gleich große Kreise unter das Backpapier aufzeichnen, aber je öfter man das macht, umso schneller bekommt man dann auch das Gefühl dafür, wie viel vom Baiser auf das Backblech muss. Danach wird das Backblech einmal ordentlich auf der Arbeitsplatte ausgeklopft, damit die Luftbläschen in den Macarons nach oben aufsteigen und die Oberfläche sich schön glättet. So lassen wir unsere Macarons jetzt für 35 Minuten an der Luft stehen, bevor es bei 140 Grad in den unbedingt vorgeheizten Backofen damit geht, am besten auch auf die unterste Schiene und dann dauert das so ungefähr 13 bis 17 Minuten, bis die Macarons fertig sind. Jeder Backofen ist ja ein bisschen anders, deswegen kann ich euch empfehlen, einfach immer mal wieder in den Backofen zu schauen. Die Macarons sollten auf jeden Fall keine Backfarbe bekommen, die Füße sollten gleich groß aufgehen und die Oberfläche sollte auch so trocken sein, dass wenn ihr vorsichtig mit dem Finger drauf klopft, alles schön in Form bleibt.
Nach dem Backen lasst ihr die Macarons auch zuerst für 5 Minuten an der Luft stehen, damit das ein bisschen abkühlen kann. Und dann können wir sie auch super easy vom Backpapier entfernen. Und falls sie sich doch nicht so gut vom Backpapier lösen lassen, dann sind sie noch nicht fertig. Dann können sie nochmal für 1 bis 2 Minuten in den Ofen, dann wieder raus, ein bisschen abkühlen lassen und dann vorsichtig vom Blech entfernen. Für die Füllung der Macarons brauchen wir jetzt 200 Gramm weiße Kuvertüre und 100 Gramm Sahne, was wir beides in einen Topf füllen und bei mittlerer Hitze langsam auf dem Herd schmelzen lassen. Die Füllung habe ich mir dann auf 3 Schüsseln aufgeteilt und dann können wir die einmal einfärben und auch hier eignen sich am besten wieder Pasten- oder Pulverfarben. Da gibt es zwar auch extra fettlöslich Farben für Schokolade, aber bei mir hat das bisher auch immer ganz gut mit den normalen Wilton und auch mit den Rainbow Dust Farben geklappt. Eigentlich wäre es jetzt auch sinnvoller gewesen, zuerst die Füllung vorzubereiten, weil die knapp 2 Stunden lang ruhen muss, bis die Konsistenz ein bisschen dickflüssiger wird. Aber ich wollte jetzt sowieso erstmal schauen, wie das mit den Macarons klappt, bevor ich dann eben die Füllung mache. Und außerdem können wir uns jetzt auch schon immer 2 gleich große Macaronhälften zusammensuchen, damit wir die gleich einfach nacheinander befüllen können. Die Füllung habe ich jetzt lediglich in jeweils einen Spritzbeutel gefüllt, mir vorne ein kleines Loch eingeschnitten und dann wird immer so ein kleiner Klecks mittig auf eine Macaronhälfte gesetzt. Und wenn wir dann 2 Macaronhälften vorsichtig gegeneinander drehen, verteilt sich die Füllung dann auch richtig schön gleichmäßig bis zum Rand hin. Damit sind die Macarons dann auch fertig. Auf ein paar wollte ich jetzt noch ein bisschen essbares Blattgold geben. Das hat jetzt nicht ganz so gut angehaftet. Ich weiß auch nicht, was ich da falsch gemacht habe. Wenn ihr vielleicht eine Idee habt, könnt ihr mir die ja gerne mal in die Kommentare schreiben. So ihr Lieben, das sind jetzt also meine Macarons geworden. Ich hoffe sehr, dass sie euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich auch riesig über ein Däumchen nach oben von euch freuen. Falls ihr vielleicht sonst noch Fragen oder Rezeptwünsche habt, könnt ihr die natürlich auch super gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss!